Grüß dich beieinander, weil ich wieder da und ich komme zu Ihnen vom 5. April 2017, früher Vormittag. Es ist ein grauer, kalter Frühlingstag. Kalt ist. Super, optimale Voraussetzungen für ein paar kleine Gaming-Sessions. Und was bietet sich besser an als der derzeitige Super Smash-Hit? Der Billboard-Charts in Sachen Gaming. Mass Effect Andromeda. So. In der letzten Runde haben wir auf dem Planeten Havarl, das ist der Ursprung, also der Heimatplanet Angara, ein bisschen umeinander geschaut und haben Überlebende der Turianischen Ark gefunden. Die sitzen da im Dschungel rum und schießen auf abtrünnige Angara. Abtrünnig ist vielleicht das falsche Wort, auf revolutionäre Angara. Und ich glaube, das Letzte, was sie dir gewünscht haben, also diese Turianer, ist, dass man einer im Dschungel noch Wrackteilen oder Debris, Überresten, Müll, turianischen Müll, geht in den Wald und dort turianischen Müll mit einer Pike aufstochen. Das ist, glaube ich, das Letzte, was wir angegangen sind, das letzte Mal. Also, angehen wollten, was jetzt kommt. Und über all dem schwebt die Aufgabe, dass man natürlich auch Havarl wieder bewohnbar macht. Das ist an sich von außen betrachtet oder oberflächlich betrachtet eine recht lasche Dschungelwelt mit jeder Menge Viecher. Nur irgendwas hat es da mit die Monolithen. Da sind nur zwei aktiv von drei und das bringt die dosige Wald irgendwie aus dem Gleichgewicht. Aus dem Grund geht die Natur berserk. Also das, was da passiert, ist zu viel. Die Pflanzen werden giftig und sogar feindselig und die Viecher sind sowieso alle nur auf Menschenfressen aus. Also es wendet sich auf Havarl oder hat sie gewandt oder nein, wendet sich gerade, nein, hat sie gewandt und wendet sich immer mehr auf Havarl die Natur gegen die Angara und ja, da wird es mal wieder heißen, Scott Ryder übernehmen sie, wir müssen es wieder richten. Sages gibt's irgendwo, irgendeine Enklave von ja, Schweigemönchen, die allerdings große Geheimnisse und großes Wissen über die Scourge und die Zeit davor haben sollen. Ja, das ist alles, das ist das Gesamtpaket, da müssen wir noch ein bisschen was für die Wissenschaftler auf Havarl tun. Also die Arbeit geht einem als Pathfinder in Andromeda sicher nicht aus und die Zeit geht einem als Moderator von so einem Let's Play in dem Spiel auch nicht aus, weil die Ladestände, die brauchen alle länger, habe ich den Eindruck. Wie lange sitzen wir denn da schon rum? Und es geht nichts weiter. Das war jetzt eigentlich ein fesches Intro. Und bei dem soll es jetzt nicht bleiben, Game. Irgendwas hat's da. Aber der Kreisel kreiselt und man hat aus der Vergangenheit gelernt, Geduld ist wichtig bei den Ladeständen von Mass Effect Andromeda. Es schaut oft so aus, als hätte er sich aufgehängt. Dauert dann aber ein bisschen. Und das dauert auch mit SSD-Platten. Das liegt bei mir alles auf SSD. Seht's? Der geduldige Mann wartet. So, das ist das Camp. Und da vorne geht's schon los mit dem Müll. Irgendwo im Wald, Fenster ist. Nickel! Naja, ein offener Dschungel scheint mir das Ganze nicht zu sein. Das ist mehr uralte Stadt, also ein Remnant-Stadt, die über Jahrhunderte überwuchert ist. Also Nickel gibt's hier. Schon wieder entferntes Waffenfeuer. Oder sind das Generatoren? Platin. Wahnsinn.
Alter, das ist ja unglaublich. Kann keine 5 Schritte gehen, ohne dass ich nicht irgendeine riesen Erzverkommen einhupf. Und das sind wirklich, da gibt es wirklich haufenweise Zeug. Also. Das ist wie im Supermarkt, im Selbstbedienungssupermarkt. So, jetzt können wir trotzdem schon langsam zum Ausgang von dem Camp. Aus der Entfernung schaut das so aus. Wo sind meine Getreuen? Da hinten. Komm, ich schalte das Licht wieder ein. Und wie, irgendwie ist Siri jetzt zu weit. Kann sein, dass das Lighting verändert hat über Nacht. Avarl, oder wie ich ihn nenne, der Nickelplanet. Nickelodeon. Make sure not to eat anything here, or let any sap stick on your skin. Thanks, Jack. Ah. Das ist das nächstgelegene. Na, stimmt überhaupt nicht. Das ist. Ja, das wird halt so richtig Debris-Field sein, mitten durch den Wald. Make sure not to eat anything. Arknatalis debris, tagged for salvage. Ist natürlich eine praktische Gelegenheit, den Dschungel besser kennenzulernen. Lerne deinen Dschungel, heißt das am nächsten. Da oben ein Nest. Das sind Nester, das sind riesige Nester. So hat es zumindest den Anschein. Arknatalis debris, tagged for salvage. Also, es war bis jetzt noch kein Planet so voll mit, vollgestopft mit Caches und generell vollgestopft mit Dingen auf kürzestem Raum, auf engstem Raum, besser gesagt, wie der, obwohl das eigentlich der wildeste sein soll. Arknatalis debris, tagged for salvage. Und ich gehe natürlich immer die kürzesten Wege, immer dort, wo ich sehe. Oh, kommt so. Wahnsinn, was da alles gibt. Mineral Cache. Wow. Das zählt sich aus. Auf Havarl hätte man schon Verlierer sein müssen. Jetzt kommt man auf ihn. Ah, dort kommst du es. Ich mag die. Ich mag die Plasma-Mob für die. Fürs Sturmgewehr. Reload! Oh
shit, da kommt ein Riesenvieh. Den wollen wir scannen, bevor wir ihn haben. Hahaha, da wurde er geschaut. Enemy is down! Züge tut's. Ja, ich merk's, nur ich sehe die Hälfte nicht. Aber jetzt haben wir es. Das war eine sehr unübersichtliche Situation. Keine Ahnung, was das da herum alles ist. Da wird aber so ein Optoniken-Camp sein. Gibt's da was zum Holen? Ja, egal. Übrigens, morgen ist Patch Day. Da hat EA Games und BioWare den ersten Patch angekündigt, der. Oh Wunder, die Facial Animations, die Gesichter ins Visier nicht mehr so, und ich frage mich, wie das geht. Das muss ein Riesending sein, wenn ich in einem Spiel sowas Essentielles wie die Gesichtsanimationen, die Animationen generell, ins Visier nehmen. Orknatanis Debris, tagged for salvage. So, wo ist das nächste? Da drüben. 99 Meter. Nickel, Nickel, Nickel. Mit dem Pickel auf den Nickel. Auf der anderen Seite, so tragisch ist das da nicht. Ich habe bis jetzt noch keine Cat gesehen. Von Varro. Nur die bösen. Orknatanis Debris. Tagged for salvage. Next. Ah, das da mal. Wo der Pfeil nach unten zeigt, du da. Oder nicht?
Kein Nickelchen wird zurückgelassen. Da übertreiben sie es echt mit toten Schätze. Ah, Waffencache. Arknatanis Debris, tagged for salvage. Langsam annähern, aha! Plasma-Modifikation. Die Kugeln sind zwar langsamer, kommt mir vor. Die Geschosse, wenn es Plasma sind, aber sie haben besser rein und stabiler ist die ganze Gaudi auch. Kommt mir für. Das ist jetzt wieder der Groben, gell? Jene Schlucht, der Jasmine. Jasmine hat die Kugel. Oh, stay alert. We don't know what's down there. We've scanned this area. These structures go deep below the ground. Moment, was für die Teile ist auf der anderen Seite oder wie? Aknatan ist dann, die sind im. Die sind im. Die sind da unten. Im Chasm. Müssen wir hin. Außerdem können wir da unten einen Dropbot, eine Forward Station aufbauen. Es geht eh gemütlich oben da, weißt du, was das hat. Nickel gibt's auch zum Mittag. Automated protocols activated. Deploying forward station. Super. Von da kommt man schon auf, aber von da kommt man nicht mehr. Wenn man da jetzt einmal runterhupft, ist vorbei mit der Herrlichkeit. Wir sind da jemals wieder aufgekommen. Wir hupfen trotzdem, weil wir sind. Wir sind Explorer. So, da haben wir kurz Zoli-Bus. Vielleicht geht's mit dem. Here they come! Damit geht's dann wieder hoch. Guck
who is coming? Is winter coming? Where the fuck is winter? Arc Natalis debris. Tag for salvage. Let's get some gatch. Das ist ja wieder eine komplett andere Umgebung. Hat mit Natur nicht viel zu tun. Ist im Prinzip eine riesige Stadt, in deren Eingeweiden, in deren verwesten Eingeweiden wir uns mal rumtreiben. Oh, komm her, hier ist wieder was. Wo ist es? Let's do this! Ist hier ein Feind? Wow! Da hat das jetzt mörderisch diesig. Ja gut, wir stehen aber auch im Wasserdampf. Also nicht im Wasserdampf, in der Spray. Mehr oder weniger. Vielleicht haben wir, sagen wir mal, einen Scanner mehr. Auch nicht wirklich. Ein extrem geiles Gebiet. Hier will ich was grunzen. Weapons at the ready. Okay, ich bin mal zu drauf, du mein Fressen. So die Dinger in nichts zerfallen, ist mir natürlich auch unklar. This must be the crash site Havela mentioned. Okay, und rundum und um 4 Milliarden Reaper, ich muss wieder Reaper sein. Ja, das ist die zurückziehen, du Pisser. Ja, irgendwie hält mich mit meiner derzeitigen Ausrüstung schon überhaupt nicht mehr viel auf. Okay, was muss man da machen? Wahrscheinlich scannen. Ancient Garn ship. This ruined spacecraft of Garn design is several centuries old. Ancient starship cockpit. Ancient Garn pilot's helmet. High-tech helmet worn by an Garn astronaut centuries ago. Cool. Na, das kommt ins Museum, so viel steht fest. Okay, Obacht. Tatsächlich
sieht man, was unter Wasser lauert, wenn man einen Scanner laufen hat. Blöd nur, dass man mit laufendem Scanner nicht schießen kann. Hier schon wieder was. Reacher. Okay, das ist ein Fall für Sniperly. Ich muss Sniper eh testen. Okay, das tut überhaupt nicht, was soll das? Das macht Parabelschüsse, was ist das für Scheiß? Boah, aber wenn's trifft. Trotzdem die Modifikation. Ich kann überhaupt nicht damit umgehen. Also das die Mod gefällt mir gar nicht. Da müssen wir was machen, weil die Widow ist normalerweise exzellentes Scharfschützengewehr. Auf die Art wirkt es eher wie ein lahme Spritzpistole. Oh shit. Nice work. Arknatan ist debris. Tagged for salvage. Weiter, da vorne geht's weiter mit dem Haken. Ja, die Plasma ist langsamer, definitiv. Das dauert seine Zeit, bis einschlägt. Was aber wurscht ist. Das ist sehr präzise. Und mörderisch effizient. Und da oben geht's nur noch zu. Wow. Das Allerschärfste, was Kampf betrifft, sind Granaten. Adaptive Remnant Core Device. Das ist was Neues gewesen, nehme ich an. Oder?
schon wieder probiert zu scannen. Haben wir allerdings schon die Spezies. Ja, naja. Readings indicate Altarian wreckage on Haval has been found. Super. Good. Tell our salvage teams to get busy removing them. Und jetzt suchen wir uns die nächste Quest für Priority Ops. Take the shuttle to the Iron Vault. Negative. Allies and relationships. Das ist auf Vault, das ist Central Memory Triggers. It will unlock Sam's Array. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was das für Planet sein soll, in der Draktor sucht, ist mir nach wie vor unklar. PB on hold, Cora on hold. Verstehe nicht, warum er jetzt nicht zumindest schon Leads an der Turian A kommt. Verstehe nicht. Liam Costa, Haval Outpost, wir sind dabei. Charles, Friend or Foe. Speak to Jal on the Tempest, find Taldir on Haval. Turian Ark not dead yet. Keep an eye out for Ark Natana's survivors and debris. Friend or foe. Das kann man mal anwählen. Das wäre möglicherweise die Loyalty Quest vom Jal, die wir gut brauchen konnten. Und dann schauen wir da nochmal nach. A dying planet, find the entrance to Mithrava, the sanctuary. Forgotten Stars. Recover data from Rachael's personal console. Schauen wir mal, vielleicht ist der Dying Planet. Und additional tasks haben wir auch noch. Subjugation. Exile Raid. Medical Supplies. Nomad Shield Crafting. Better Crafting. Comparatively Alien. Path of a Hero. Rocks for Science. Data Trail. Missing Scientists, wo sind die? Ah, ist ein Vessel. Naming the Dead, das ist auf Eos. Pathfinder, Armorcraft, den brauchen wir auch nicht. Was habe ich denn jetzt eingestellt? Jetzt habe ich eingestellt. Find the entrance to Mithrava. Genau, schauen wir uns das einmal ab, das da wo in der Nähe ist. Ab gleich mit der Karten. Hey, Dying Planet, das ist ganz in der Nähe. Hitting Rocks, Taldir's Home. Ist weit weg. Forgotten Stars ist auch weit weg. Wir haben eh den Eingang da. Das ist das, was am nahesten ist. Passt. Das machen wir. Gut, da drüben irgendwo. Da. Is this a sanctuary? The path's been used, but not recently. I see tracks. The kleine Indianerin, hä? Huh? Kabel. Container. Die Richtung, die Richtung. Signal wird lauter. Hinter den Füßen vielleicht. Was sagt der? Gerade ein Interface.
Got it. Geht's los. Ist da jetzt die Wand aufgegangen oder was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen von der Position. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. A Gravity Well? Alles mit dem, ne? Scanning ist, glaube ich, gescheiter. Da haben wir wieder diese mysteriöse Flüssigkeit. Die haben wir auch schon mal gesehen. Die ist immer bei den Vaults. Let's give this a try. Oh. Gut, let's give it a try. Vertikal unterwegs, alles schlecht. Und das ist tatsächlich jetzt der Mitraver Essence. Einmal musst du rumspazieren. Ich muss das ganze Gelände anschauen. Das ist umgeben von so, ja, so Pools auf, und die Flüssigkeit ist sehr, sehr schmerzhaft. Oder reinfallen ist man so gut wie tot. Also nicht reinfallen. Konsolen haben es hinter sich. Na gut. Gravity Well. Komisch, dass man, wenn man sich die anderen, die teleportieren dann durch den Plafond durch, hinten nach, so irgendwie. Wir müssen in die Richtung und wieder scanne alles. Also da gibt's mal auf jeden Fall dir. I've never been up here before. I have heard of the sages of Mithravar, but nice. Never gave them much thought. Very voilà. Nice. Isn't a story worthless if it isn't shared? If the accounts of our past are kept hidden, they may as well not exist at all. Aber es ist schlicht und ergreifend die falsche, aua, die falsche Richtung. Also gehen wir in, aber das ist die einzige Richtung, fällt mir gerade auf. Pyramiden-Gaudi auf Havarl.
glaube, so wird die Episode was. Na gut, auch wieder. Irgendwie so übrigens Ananasviecher. Hätte das. Ja, Plasma mag ich gerne. Schau. Geil, Ruinen. Was, geil, Ruinen. Na, logisch, Ruinen, aber wie geil. Standbild. Allerdings vollkommen unscannbar. Du bist unscannbar. Unscannbar. Irgendwie. Random Pillar. Hey, eine Konsole. Was wollten da so? Keine Ahnung, muss da jetzt aufhören oder was? Aber so, also, was schon. Das ist das Wow. Der Vorsprung macht Wow und wer von da kann nicht da. Oh mei! Genau. Ich wäre natürlich wieder oben. Und zwar ganz super Weilbuch, ne? Und noch einmal. Na! Geh! Ah Gott! Mit dem Hupfen habe ich es echt. Das hat viel mehr Klettern. Sicher. Bitte hupfen wir jetzt da nicht ins Getriebe, Dude. Ja, super. Oben sind wir. Mir ist trotzdem unklar, warum es beide wow gesagt haben. Und des Weiteren ist mir unklar. Aber gut, zur Kontrolle. Zuerst mal alles durchsuchen. Du bist ein Container, ich wusste es. Elegant, ciao, elegant. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das Brücke über den Rhein. Müssen wir mit Invasionsmacht drüber. Oder wieder weiter aufgehen. I hear remnants. Good targeting. Ja, man kann immer schon ein bisschen früher aufhören zum Schießen, weil ja die Plasma-Geschosse länger brauchen bis im Züsan, das ist immer, kann man immer beim Fliegen zuschauen. Ganz nett.
Aufstieg. Ich glaube, der Typ ist die ganze Pyramide aufmarschieren. Aber das Umland schaut schon. Na, das ist kein. Das ist kein Dschungel, das ist eine Metropole. Das war einmal eine Metropole, besser gesagt. Und da ist ein drüber gewachsenes Zeug. So, da gibt es Lebenspunkte, die ich nicht brauche. Das kann ich halt herauf. Und wir haben auch eine Tür. Eine Tür. Dahinter, wie immer, ein Gravity Well. Gravity Well. Ich hab echt ein Problem mit dem Unterschied zwischen Voiced und Unvoiced und Plosiv und Not Plosiv. Ich sag immer Well, als wär's ein. Als wär's ein Unvoiced gerade ist, aber ne, das ist ein Well. Probleme mit Sprache ich habe. Und es geht weiter. Es ist eine Riesenpyramide. Weiter nach oben. Was haben wir mit Treiber? Aha! You bypass the security. How is that possible? An alien. Yo, let me introduce myself, huh? I'm Ryder, Pathfinder with the Andromeda Initiative, from the Milky Way Galaxy. That does not explain how or why you are able to operate the remnant doors. It doesn't matter. You must leave. We do not entertain guests here. Havarl's in decline. If you tell me about the lost monolith, I can help fix it, reset the vault. With Ryder's help, Havarl could be healed. Our birthplace restored. Isn't that worth something? It's lost. The memories of its location haven't been reclaimed. On Mithrava, we have accepted Haval's eventual ruin. Kannst du einfach aufgeben? You're just giving up on your planet? Isn't this your birthplace? Don't you want to save it? A chasm separates want from can. What you ask, no one can give. The memory of the monolith resides within a thread that slipped from our grasp. I'm not sure I follow. We believe in reincarnation. An unbroken thread. There was one, long ago, who had knowledge of the third monolith. Zorai, a champion of the Angara from before the Scourge. Zorai's soul has returned and could be made to remember what it knew. But we have no contact with it. You can make a soul remember? I can't believe this. Das werden wir dem Obereremiten da nicht ins Gesicht schmeißen, dass wir das für Bullshit halten, was er da erzählt. You can make so a soul remember. There's some way we can make people remember their past lives. Souls retain within families. An object's heirloom tied closely to that bloodline could cause memories to resurface. But it's not guaranteed. It has been known to happen on rare occasions in the past, with other souls. The only known heirloom of Zarai's family rests in an area with active remnant. No one has survived the journey. But perhaps you. Zorai's soul was reborn in Tavos, who is now a Roka. He recently returned to Haval on a mission. A Roka? That'll be difficult. That's why you're here, Jahl. They won't like that I'm helping you. This may be a dead end, but we have to try. I will send you the relevant coordinates. We considered Haval a lost cause. But perhaps now, there is hope. Wieder schnell überredet, die Herrschaften. Okay, dann so wollen wir doch noch ein bisschen mehr wissen. Ja, richtig. Jetzt erzählen wir nochmal über Reincarnation, Freund. Tell me more about your belief in reincarnation. The soul grows through many lifetimes. By seeing through different eyes, it gains wisdom. How do you grow if you don't remember? The growth of the soul is not like the growth of the mind. Memories are not required for the soul to develop. Some even argue that old memories are an unwelcome distraction. A person may become fixated on what was, and their soul consequently stagnates.
Zorai? Wer ist jetzt, was ist das mit dem, wer ist der Zorai nochmal bitte? Tell me more about Zorai. The histories describe him as both scholar and soldier. He traveled the stars and gained knowledge from far off places. There are even accounts of him having knowledge of the remnant builders and their machines. And the third monolith? Our legends say that Zorai sought out the monoliths after the Scourge came. He died, and it is unclear if he accomplished what he set out to do. Heirloom? Was? Heirloom? Was? You mentioned an heirloom, an object you think will bring Zorai's memories back? Souls return within families. Sometimes the memories of the past can be recalled by an object meaningful to that family. We do not understand why or how this happens, and it has only happened on rare occasions. In all cases, the heirloom was ancient. Old Ankara tech from before the Scourge. Und da schließt sie auch wieder ein bisschen ein Circle, weil was wir machen ist ja nichts anderes. Der Sam, die künstliche Intelligenz, die sich mit meinen Synapsen verbunden hat irgendwie, ist im Prinzip die Erinnerung vom Vordern. Und das ist eine virtuelle Form von Unsterblichkeit. Ne? Wir geben die Erinnerung weiter, addieren eigene Erinnerung drauf, schießen das in die nächste Generation. Wir machen das auf technologische Art und Weise, also wir, die Riders, Scott Rider. Aber das kann genauso gut biologisch möglich sein. Ich sag nur genetische Erinnerung. Ne? Ist zwar alles theoretisch und hypothetisch, aber pf, meine Fresse. There are more things between heaven and earth. Also ich würde, er nennt's Reincarnation, ich nenn's genetische Memory und wenn wir da von der Heirloom reden, also Objekte, die Erinnerungen triggern, dann haben wir, also schließt sich da auch wieder der Kreis, weil wir sind auch auf der Jagd und im Hintergrund jagt und im Hintergrund blitzt und blinzelt einer, also ein Memory-Trigger, der bei uns softwaretechnisch was im Hirn auslöst. Warum dann kann das nicht so sein, dass irgendwelche stark emotional oder ideologisch aufgeladene Objekte aus der Vergangenheit, genetische Objekte, Geräusche, Gerüche, Eindrücke, ja, sind solche Eindrücke aus der Vergangenheit, genetische Memory triggern. Und die interpretieren das halt als Reincarnation und alle anderen als Mysterium der Evolution. So, das war sehr schön formuliert, weil puh, plus. Sitz. Mit Trava in Seclusion. Why do you remain secluded here? The chaos brought on by the Scourge splintered our people and all but destroyed our civilization. Fear took hold. False beliefs about our predicament were seeded and began to influence Ankaran thought. In order to maintain the integrity of what they knew to be true, four families left their community to come here. We've remained ever since. Sie schauen, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass diese Eremiten im Prinzip komplett gleich ausschauen wie alle anderen Angara. Sie sind halt weiß angekieselt, aber tragen die gleichen Rüstungen etc. Thank you for speaking to me. Of course. So, aber wir, die Gegend werden wir jetzt sowas von scannen. Gehen wir mal in Richtung Memory Trigger. Faint tool marks on the surface of this sculpture indicate that it was carved, not molded. Oh, weil alt. Sam, another memory prompt? One of your father's memories is now accessible. Super. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Sehr gern. Integrated Tech Node and Garen. Oh, der hat was zum Sagen. Sage Amurt. As death nears, it's harder to face the possibility that I might never see Amara again. Sorry to interrupt, but what's happened? Die sind nicht einmal weiß angekieselt. Amurt is ill. He hasn't got much time left. Amurt, perhaps this stranger can help. If they've been to Palev, maybe they've seen something. I've seen lots of things, and I've been to Palev. I came from Palev, actually. The little research station? Research station?
It used to be a large settlement. Adar. Amara moved them when she left Mithrava. Palav was overtaken by the jungle, remember? A few cycles ago. Everyone left. Oh, yes. Oi. I remember now. But that means Amara's gone. There might still be a way to track her down. All Dara keep records, don't they? If there was an organized evacuation, they would have documented the process. And the records would state where she went. Pala, that's genius. Where would they keep those records? Likely some kind of administrative building. If it still stands, and the machines still work, it's a slim hope. I don't want to impose, stranger, but I would welcome any news of my sister. Ja, gern. Aber noch sind wir nicht fertig. Da herum. Oh, da wird er gescannt. I scan you so hard. What? Was haben wir die biolumineszenten Schrammel? Mineral Cache schon wieder. Wieder haufenweise geiles Zeug. Hat er den Gachtel, das Hasi. Activating automated forward station deployment. Das ist natürlich auch praktisch. Lad mich auf. Extract to Tempest, nein. Negativ. Na, komm doch. Da kann man auch gar nichts. Doch, activate. Das sind so die various stages der Evaluation, glaube ich, von dem Planeten, was wir da aktivieren. Der kommt aber nah ans Haus ran, der große böse Vogel. Inscription. Translated from Zalash. History is breath. It moves through us, gives us life. Like breath. It cannot be caught in a glass. Stimmt ja gar nicht. Selav decided that once in every 50 cycles of our sun, we would reach out to the archives in Aya to renew our knowledge of our people. Thus we remember. Der hat was zum Sagen. Ah, good. I've wanted to talk with you. How are you able to use the remnant? Dumb luck. An AI. With an artificial intelligence that helps with analysis and translation. So that's the trick. I wouldn't have guessed. Angara, who live close to remnant technology, sometimes learn how to use specific tech. It requires intense concentration, and even if we can make it work, we've never understood how it works. Angara and the Remnant, I need to go. The Zimmer über Angara and the Remnant, das ist hochinteressant. So some of you can use Remnant tech, but you don't know how it works? Not all Remnant tech, no. Like I said, specific pieces. Take Mithrava, for example. Some of us can operate the security that protects the sanctuary. The knowledge was passed down through generations. In my case, it took a year to learn how to open a simple door. The difference between knowing you can eat a tree's fruit and understanding why that tree bears fruit. Schönes Beispiel, mein Bestes da. I need to go. Du bist mal unheimlich. Suit yourself. Suit yourself? Nur so nicht gemütlich hier. Update some module und mehr Quests. Important alert, translated from Zalash. This notification terminal has been experiencing occasional issues, namely sudden memory dumps. Java is due to look into it shortly. In the meantime, try not to tax the system too much. First Sage Esmas. Finde ich nicht so unterschiedlich zu den anderen. As you all know, Sage Isakra made a pilgrimage to Aya a year ago to request copies of the repository's most recent archaeological theories and findings. He and his assistants have been cloistered since then and have only just completed the analysis of the material. They have collected the records that are consistent with Mithrava's canon
and have incorporated them into our histories. The rest have, of course, been relegated to the archives where they are available for study. Sage Isagra will be presenting the information he's compiled at the end of the week. You may want to refamiliarize yourself with the tales of the Sundering before coming to the forum. The meeting will be held in the lower archives. Some geological updates. Our contacts and I are involved have sent us more information about the extended families and descendants of several of our revered historical figures, included Ishaf, Bishal and Sorai. I'm looking for volunteers to analyze the data to ascertain the possibility of soul transfer. Please let me know as soon as you can, First Sage Esmus. Tuna. Was ist? Wieso kriege ich keine Option mehr? Vielleicht Warnseiten und so. Esmus lässt you wander around with no supervision? You're interrupting our lesson. Could use more interruptions. That kid needs a break. Oh jeez. Sorry, I didn't mean to get in your way. And yet you're still here. As I was saying, the propulsion system that took Bishal to the skies was inspired by four remnant pieces. And that's just one. Much of our progress was prompted by the discovery of remnant artifacts. Yep. BD Reaper. Artifacts? Sagte da jemand artifacts? Where are these artifacts you're talking about? The few that still exist reside in Aya's repository. However, many have been lost. Though there are rumors that as wilds grow wilder, things long buried may be unearthed. It might be wise to study whatever we find. Something out there might give us an edge against the Ket. Das ist richtig. Angaran Advancements. Was sind das konkret für angarische Fortschritte? You believe the Angara learned crucial scientific ideas from the Remnant? It is not just belief. It is a matter of record. Some artifacts were even left in unfinished states, likely to demonstrate how they were put together. Interessant. I think I'll leave you to your lesson. About time. Grantig. Nächster. Was blockt dich? What ails you? The data modules contain our history. Okay, das war nicht viel. Das ist die Angaran Sculpture, bei der wir angefangen haben zum Scannen, glaube ich, oder? Oh, da haben wir was übersehen da. Das, genau, das ist die Integrity Tech Note. Und das ist wieder der Sage Amurt, der Kranke. Ja, gut! Ja gut, ja gut, ja gut. Was tue ich jetzt? Was steht da? Go to the location Esmus mentioned. First Sage Esmus believes the reincarnation of an Agarian champion named Sorai may know the location of Havarl's lost monolith. To unlock the memory, you must obtain an heirloom that belonged to Sorai's family. It is lost in an area swarming with remnants. Ja, was denn sonst? Das ist die Lost Sister, Forgotten Stars. Ja, was denn sonst? Das heißt, da müssen wir wieder Ovi. Nehme ich an. Zack, ja, da müssen wir wieder Ovi. Okay. Bevor wir allerdings diese Heirloom, dieses Erbstück, dieses alte Artefakt. Das möglicherweise verschüttete vergangene Memories in irgendeinem Nachfahren von Sorai wieder unearthed suchen, sage ich danke fürs Zuschauen. Es war eine müde Kletterei, mehr ein Gipfelsturm als ein Abenteuer. Ja, ne, das ist ja auch ein Abenteuer, aber halt mehr ein sportliches. Danke fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr wieder einstellen werdet und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Weili out.